Jo, hi Leute und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Und in diesem Video geht es um einen Salat. Wir machen heute den Spargel Caprese Salat mit Basilikum Dressing. Und wie der geht, zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß, let's go! Für den Spargel Caprese Salat mit Basilikum Dressing brauchen wir 500 Gramm grünen Spargel, 150 Gramm Cherry Tomaten, 150 Gramm Mozzarella Bällchen, 2 Knoblauchzehen. Dann brauchen wir eine Handvoll Basilikum, eine Handvoll Petersilie, dann 3 bis 4 Esslöffel Zitronensaft, 3 bis 4 Esslöffel Olivenöl, Salz und Pfeffer. Als erstes waschen wir den grünen Spargel. Gleich darauf schneiden wir das Holzige vom Spargel weg. Jetzt geben wir den Spargel auf die Seite und fangen mit dem Dressing an. Jetzt schneiden wir den Knoblauch grob und geben ihn in den Messbecher rein. Gleich darauf können wir die Petersilie zupfen und in den Messbecher reingeben. Als nächstes zupfen wir den Basilikum und geben ihn ebenfalls in den Messbecher. Als nächstes halbieren wir die Zitrone und pressen die halbe Zitrone mit dazu. Nun geben wir das Olivenöl dazu. Ein bisschen von dem Olivenöl geben wir auf die Seite, das brauchen wir zum Anbraten für den Spargel. Jetzt geben wir noch das Salz dazu. Jetzt mixen wir das Ganze mit dem Stabmixer. Jetzt noch die gewaschenen Tomaten halbieren. Jetzt, wo die Tomaten geschnitten sind, können wir mit dem Spargel anfangen. Nun stellen wir eine Pfanne auf den Herd und lassen sie heiß werden und geben das Olivenöl dazu. Jetzt, wo das Olivenöl heiß ist, geben wir den Spargel dazu und braten ihn ca. 5 Minuten an. Nun, wo der Spargel auf alle Seiten angebraten ist, können wir das Ganze anrichten. Jetzt noch schön anrichten und panieren. Ja Leute, das war der Spargel Caprese Salat mit Basilikum Dressing, ganz einfach zu machen. Und ich finde, das hat mein Schatzi richtig super gemacht. Dann würde ich mich natürlich auch freuen über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ein Abo wäre natürlich auch sehr dankbar. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao.